Die meisten Banken in Europa sind Universalbanken. Auch in Deutschland ist die Universalbank das klassische Modell einer Hausbank. Für Privatkunden, für Firmenkunden oder institutionelle Kunden wie etwa Städte und Gemeinden. Universalbanken bieten eine große Palette von Produkten und Dienstleistungen an. Beispielsweise vom Girokonto über den Kredit, vom Sparplan bis zur Altersvorsorge, vom Zahlungsverkehr bis hin zur Unterstützung bei Firmenübernahmen, Erweiterungsinvestitionen oder bei einem Börsengang. Die Vorzüge einer Universalbank kommen nicht nur Kunden und Eigentümern zugute, sondern auch der Stabilität des Finanzsystems als Ganzem. Zu den Vorzügen für Kunden gehören Finanzdienstleistungen aus einer Hand, verbunden mit Kostenvorteilen. Darüber hinaus können Universalbanken Kapital effektiver einsetzen. Kredite sind besser verfügbar und die Verzinsung für Sparer kann erhöht werden. Ergebnis: Kapital kann effizienter dort bereitgestellt werden, wo es gebraucht wird. Die Struktur des Bankensystems und die Wirtschaftsstruktur eines Landes müssen zueinander passen. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft zieht ihre Stärke auch aus dem Universalbankenmodell. Global tätige Universalbanken können Unternehmen in den wichtigsten Märkten der Welt vor Ort betreuen. Das ist gerade für die mittelständische deutsche Wirtschaft ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Universalbanken haben noch einen weiteren Vorteil. Da sie auf mehreren Standbeinen stehen, können Risiken besser abgefedert werden. Konkret bedeutet dies, dass Schwächen in einem Geschäftsbereich durch Stärken in einem anderen ausgeglichen werden können. Diese größere Stabilität von Universalbanken kommt dem Finanzsystem als Ganzem zugute. Und davon profitieren wiederum auch Staaten und Steuerzahler. Universalbanken sind in unterschiedlichen Bereichen des Finanzsektors aktiv. Deshalb können Risiken besser erkannt werden, in unterschiedlichen Branchen und Volkswirtschaften weltweit. Universalbanken sind eine tragende Säule eines weltweit vernetzten und vielfältigen Bankensystems.